Hallo, da sind wir wieder, Pippo und Gitsche. Wir spielen mit der 3, klar, das sieht man ja. Du wolltest Tränke machen, oder? Du hast, glaube ich, genug Pflanzen gesammelt, um das jetzt, was wir brauchen, nämlich Schwalbe und das Geisteröl, genau. Dass wir das jetzt machen können. Wir brauchen Geisteröl, ne? Da haben wir ja die Blümchen gekauft dafür. Ja. Und für Schwalbe habe ich gesucht und gefunden. Okay. Gut. Gut. Dann können wir ja zur Kräuterfrau gehen. Und die Schwalbe da abgeben, oder was? Und ihr die Schwalbe abgeben, damit sie der jungen Bauernfrau geben kann. Ja? Ja. Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Danke. Naja. Aber wenn sie sowieso stirbt, dann kann man eigentlich kaum was falsch machen. Ja. Wenn er sie umbringt, dann hat er nichts weiter kaputt gemacht. Und wenn sie wieder gesund wird, ist umso besser. Ja. Wollen hat auf jeden Fall eine Menge Punkte gebracht. Ja. Und einiges ganz nette hier. Oh ja, die war großzügig, ja? War so Speise und Blut. Können wir mal lesen. Speise und Blut. Ist ja ein Buch, ein oder? Ein Buch. Hier haben wir neue Sachen gekriegt. Ja, Geisteröl, ja, das wollten wir ja sowieso machen, das haben wir jetzt. Und dann lesen wir mal Schweiß und Blut. Aha. Okay. So. Ja, es passt jetzt zu dem, was wir jetzt gerade tun müssen. Wir gehen jetzt dann zu dem Brunnen, oder wolltest du erst vorher noch verkaufen? Oder gehen wir jetzt gleich zum Brunnen? Jetzt gehen wir zum Brunnen, würde ich sagen. Hä? Okay. Ja. Schon gut. Hey, guck mal. Hast du noch was gefunden? Also gekriegt? Ich wollte natürlich nicht schnell reisen, weil das von hier nicht geht. Ist ja logisch. Ich wollte mir hey, mit der so Nachterscheinung habe ich jetzt hier. Aha. Auch ein Pestmeiden und so. Da werden wir dann gleich mal ist nachlesen. Gut. Der Wegweiser war nicht weit weg. Das ist aber Mistwetter jetzt, hä? Naja. Ist halt windig. Ja, guck dir den Himmel an. Denn noch regnet es halt nicht, oder? Stockduster ist es. So, wir wollen. Das Wetter kann ja nicht immer schön sein. Verlassene Dorf wollen wir doch, oder? Warum bist du zur zerstörten Brücke? Ich weiß nicht, warum die zerstörte Brücke jetzt markiert ist. Da wollen wir ja gar nicht hin. Hier wollen wir hin. Wie spät haben wir es denn? 16.39 Uhr. Die müsste eigentlich noch da sein. Meinst du? Ich speichere jetzt erstmal. Oh, können wir ja. So, und dann. Hä? Schwalbe ist hier. Schwalbe solltest du reindecken. Ach so, ja, Geisteröl. Das packen wir hier natürlich drauf, auf das Silberschwert. Und die Schwalbe, die müssen wir hier reinpacken. Genau.
Gut. Da muss ich natürlich hier die Schwalbe bereitlegen und hier gehen wir schon mal auf Erden. So, dann kann's losgehen. Ja, sonst muss ich das Ding verbrennen, oder? Ja. Ach so. Ja, ja. Ich such doch. Da ist es. Da ist es. Und das Armband. Ist wichtig. Dann kommen sie nicht, weil es spät ist. Weil es fast Abend ist, darfst du kommen. Da kommt sie. Na dann ist sie da was tun, ne? Man sieht die toll aus. Das ist ja noch ein Film. Ist die wow. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Was jetzt, du Stück Dreck? Hey, kann schon wieder nicht abhauen, Mensch. Sie ist fort. Für immer. Ha, das ging ja fix, ne? Ist sie jetzt schon weg? Jo. Igni und Geisteröl ist gar nicht schlecht. Kann man nur empfehlen, ne? Allerdings. Wow. Gut, dann müssen wir zum Herrn Odula. Du kannst vielleicht nicht ausweichen, wenn du auch gegen irgendwas stößt. Aber zum Beispiel, ja, nee, kannst du gar nicht mehr zurück. Wenn ich schon angegriffen werde, kann ich nicht mehr ausweichen. Naja, das gut. Ist blöd, aber... Ja. Es passiert mir leider immer wieder. So, dann gehen wir jetzt mal zu dem besorgten Vater. Jetzt muss ich mal zum Herrn Odolan. Der wohnt hier. Machen wir uns mal einen Marker hin, obwohl schon einer drauf ist. Okay, dann holen wir uns aber Plätze. Das ist mir ein bisschen weit zum Laufen. Hallo, Plätze. Da muss Plötzchen wieder gegen Wölfe kämpfen. Hallo, Plötzchen, du bist ja ganz schön widerwillig. Gefällt dir das Wetter etwa nicht? Ja, verstehen kann ich es. Ne? Kann ich glatt verstehen. Wo bitte geht's denn hier wieder raus? Da hinten? Guck mal doch mal. Plötzlich ist es so dunkel geworden. Ne? Ja. Ist Wetter. Jetzt. Ja, Plätzchen, leg mal ein Zähnchen zu. Ist ja richtig unheimlich. Ja. Ist ja richtig stürmisch, hä? Guck mal, die Bäume hier. Ja. Möge die Sonne auf dich scheinen. Ganz so schnell. Nee, im Dorf würde ich nicht so schnell laufen. Beziehungsweise reiten in dem Fall. Ja. Langsamer. Wir essen in unserer Not immer drin. Die so? Sie haben uns die Ernte schon mal gefragt bei irgendjemandem. Gut. War ja nicht weit. Darfst grasen. War ja auch gar nicht weit. Obwohl das Gras sieht hier nicht richtig gut aus. Ach, plötzlich wird schon was finden, ne? Hallo, Odolan. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meisterhexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Na gut, dann nehmen wir das Geld lieber nicht an, wenn es für die Aussteuer ist. Ja. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Genau. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Als Glücksbringer. Hm? Ich meine... Ein Amethyst, na, der ist wahrscheinlich mehr wert als 20 Gold. Ist auf jeden Fall egal. Die 20 Gold hätten uns auch nicht reich gemacht. Nee, der sieht schon so arm aus, der arme Schlucker.
Wir sind auch nicht gerade reich. Also hier gibt es nicht irgendwo einen Schmied, da kann man was verkaufen. Dann wollen wir zur Kräuterfrau und fragen, ob die irgendwas über die Geschichte, von der Geschichte weiß. Was mit diesen Leuten passiert ist da im Dorf. Auf die Karte. Also hier ist ein Schmied. Dann gehen wir erstmal zum Schmied. Ja, hier gibt es auch ein bisschen, da gibt es dann wieder Fragezeichen. Ja. Gehen wir erstmal zum Schmied. Aber erstmal zum Schmied. Das bisschen, was wir haben. Ja. Haben wir überhaupt was? Ja. Haben wir überhaupt was? Gucken wir erstmal, bevor wir da hingehen. Wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts. Na, dann kann ich sowieso vergessen. Absolut albern, zum Schmied zu gehen. Da, zur dann Kräuterfrau gehen wir zur Kräuterfrau und fragen die mal aus. Befragen, was es mit den beiden so auf sich hat. Dann kümmern hat. Wir uns um die Dinger da, um die Fragezeichen. Der spuckt. Der hat ja auch gegrunzt wie ein Schwein. Bitte. Na. Schau mich nicht so an. Nö, machen wir nicht. Also Plätze, was ist mit dir los? Manchmal irgendwie so ein bisschen verheddert. Ne? Ja, die hat keine Lust. Bei dem Wetter. Los, lauf! Ich prinzipiell nicht. Ah, ja, doch, da müssten wir eigentlich durchkommen. Ja. Ja. Gut. Los, los! Das sieht der Himmel ganz interessant aus. Das Licht finde ich ja, auch sehr interessant. Plötze, wo willst du denn hin? Die will unbedingt auf den anderen, auf den anderen Weg. Die will auf den anderen Weg. Ja, Plötze hat. Reiten die und meine. Die Pferde können ja nicht reiten. Das würden sie vielleicht gerne, aber sie können es nicht. Ich meine, galoppieren die immer so wie die wollen oder kann sie noch Befehle erteilen? Ja, ne, normalerweise reitet sie am Weg entlang, wenn wir auf dem Weg sind. Außer ich sag, mach Tempo, dann muss ich alles selber machen. Ja? Okay, kennst du Claire? Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin, der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. So nett. Mann, die ist ja großzügig. Ja, ist wirklich nett. Gut, dann würde ich sagen, das wissen wir's. Und ich hatte das recht, ne, mit Florian, oder? Ja. Ja, hat es vollkommen recht. Das war nämlich genau der Lehnsherr, von dem der Jäger gesprochen hatte. Nieswurzblätter, Mann, Haarschleierlinge. Ja, sehr schön. Schüttet uns ja richtig zu mit Geschenken. So, dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier noch an Quests? Neuer Quest haben wir. Das wollte ich noch nicht unbedingt. Im Kampf gefallen. Na, ist der Bruder, ne? Diese Sache mit dem Bruder. Ja. Und was sammeln sie alles? Das ist irgendwo Quint-Quest oder wie? Ah, ja. Ja. Quint-Karten sammeln. Mhm. Ja, da müssen wir in der Kneipe nochmal spielen, damit man endlich die Karte gewinnt. Das erste Spiel haben wir ja verloren. Knapp, aber doch verloren. Mhm. Gucken wir mal, wo das hier ist, hä? Ja, und dann können wir ein Fragezeichen machen. Wir brauchen unbedingt Kohle, wir müssen und wir ja, brauchen auch, auf jeden Fall. Wir wollen ja auch ein bisschen leveln, oder? Warum gucke ich nicht gleich auf die Karte? So, aber das sagst du eigentlich immer. Ist egal, welches ja. Spiel. Ja. Aha. Wir sind da. Na gut, dann holen wir uns hier mal ein paar Fragezeichen hier rundum. Ja. Und gehen dabei dann dahin und
fragen den Dune Wildenwert. So, hier haben wir ja gleich bei der Sägemühle wieder das Dings. Weißt du, Wegweiser. Ich weiß schon, was du gemeint hast. Müssen wir ja nicht den ganzen Weg wieder zu Fuß zurücklegen. Hier ist er. Genau. Oh, da gab es ja noch ein paar Fragezeichen. Oh, hier? Nee, aber auf der Karte habe ich noch welche gesehen. Wenn du mal auf die Karte guckst. Ja, hier ist ja nichts. Nee, da oben sind noch Fragezeichen, die können wir dann später machen, meinst du? Ja, ich dachte, wir gehen hier hin. Ja. Und arbeiten hier die Fragezeichen am besten. Fragezeichen okay. Abarbeiten und dann landen wir hier und gucken uns dann die nächsten Fragezeichen an. Alles klar. So hatte ich mir das gedacht. Oh. Ist immer finster. Ja, es wird immer dunkler. So, dann haben wir hier das erste Fragezeichen. Gut. Naja, wenn es sowieso schon finster ist. Aber es ist sowieso schon abends, es ist 20 Uhr und wen? Da weiß ich was. Meditieren natürlich. Da weiß ich was. 5 ist gut. Ja. Da geht die Sonne auf. Um die Zeit stehen wir ja auch immer auf. Falls sie aufgehen sollte, ja doch, das sieht gar nicht so übel aus. Was ist das denn hier? Ah, die Vögelswatsche. Ist ja so. Ruine. Ist nur eine Ruine. Oh, Wölfe. Auch diese dämlichen Wölfe schon wieder. Ja, noch sind sie durchaus ein Match. Also. Ja, ja. Aber nervig sind sie trotzdem. Ja. Tja, mehr ist das nicht, wie schon. Brauchst du nicht auch ein bisschen Fleisch? Klotz. Wohl Wolfsfleisch, das ist auch nicht. Naja, diese Ruinen sind hier wohl doch schon etwas älter. Nur ein Häschen. Na gut, dann laufen wir mal. Aha. Ein bisschen langsamer laufen, hier kommt was. Ein Deserteur. Ja, der wird frei. Ist schon okay. Tötet ihn! Hey! Oh, aufpassen, der schießt. Erstmal die Schützen erwischen. Gib auf! Oh, ist ein ganzes Lager. Mann, warte auf. Das ist mitten im Lager drin, aber. Wir müssen natürlich Feuer. Mach ihn alle, der ist immer noch am Leben. Hey. Gib ihm den Gnadenstoß. Wenn so lange rennen, noch nicht da. Du musst noch was tun. Oh, falsche Taste. Immer wieder diese falschen Tasten. Was zum Teufel? Hey. Verdammter Ziegenficker. Ja, du siehst nicht mal so richtig gut aus. Der schießt immer noch auf dich. Das war jetzt genau das Gegenteil, was du sonst immer machen willst. Nämlich nicht mitten rein. Hey, Mann! Dein Arsch gehört mir! Nein, er gehört uns. Ja, das war nicht sehr schlau, was ich da gemacht habe. Das war absolut nicht schlau. Ich meine, zum Glück sind die so klein. Ja, da... Wenn die etwas größer gewesen wären, hätte ich schlechte Karten. Recht. So, ich glaube, ich muss mal wieder nachschauen. Okay, ich habe noch Knödels. Naja. Einen Strickleiter und ein rostiges altes Schwert. Toll. Ach, da ist er. Noch eine Strickleiter. Tja. Was werden die alles entweder... Ja, kann man es auseinandernehmen oder wie auch immer? Oder benutzen oder was? Sag mal, gibt es hier nicht auch irgendwo eine Kiste, wo man Sachen irgendwie reinpacken kann?
Ja, in der Ding, in der Kneipe ist das Zeichen. Ach so. Ja. Machen wir mal ein bisschen kleiner. Da. Das Grüne hier. Das heißt, das ist da heißt Lager. Mein Lager. Da werden wir dann irgendwann mal, jetzt sieht man auch die Kamera noch nicht so viel, aber irgendwann werden wir dann mal Sachen hinpacken. Ich habe mir das nächste schon mal markiert, aber jetzt gucken wir erstmal, was diese Straßenräuber hier alles an Schätzen gehortet haben. Na jedenfalls, es ist ganz gut, wenn man da Sachen aufheben kann in diesen Kisten. Vor allem, wenn man später mal Sachen irgendwo benutzen muss zum Basteln von Klamotten oder Waffen oder so, oder? Ja. Ja, klar. Da kann man dann einiges ablegen, was man nicht mit sich rumschleppen muss. Mhm. Das ist doch ganz praktisch. So, mehr scheint hier ja nicht zu sein. Nee, ist ja traurig. Die Bärenhaut können wir leider nicht mitnehmen. Schöllkraut braucht man, haben wir gesehen. Und ich habe mir ja schon das nächste Ziel markiert. Dann gehen wir doch mal gucken. Auf der Brücke irgendwo. Achso, wir müssen ja auch noch dieses. Das nehme ich auch noch. Nach einem Krautentauchen. Diesen Köder da finden, diesen Köderkraut. Ja. Ein Schmugglerversteck. Das kommt ganz gut. Na, das gefällt uns doch gut, aber das Schwert kann ich auch mal wegstecken. Erschrecke ich noch die armen Kinder. Na. Ich glaube, wir sind hier ziemlich hart im Nehmen. Meinst du, die sind einiges gewöhnt? Ich fürchte schon. Okay, nochmal Kontrolle, zwei Bögen. Ich sage, Geralt ist schwer zu beherrschen, wenn er schwimmt. Das glaubt man nicht, wo der überall hinspringt. Liegt das nicht am Gamepad vielleicht? Das ist etwas so... Nee, das ist... Liegt vielleicht daran, dass er keinen Rückwärtsgang hat. Na gut, dann sage ich, machen wir jetzt Schluss, oder? Na gut. Ein paar Fragezeichen haben wir ja. Jo. Okay, bis zum nächsten Mal. Wir arbeiten uns vor. Bis dann. Tschüss. Ciao.